Dachte, jetzt wäre ja doch. Ich habe mich doch nicht geirrt. Okay. Wir sind nicht zufällig hier, nein. Denn da war erstens ein Schlüssel. Und zweitens waren da Schriftrollen drin. Und zwar Verwandlung Fleischschwanze. Gut, was das zu bedeuten hat, das werdet ihr gleich merken. Jetzt muss ich mal eben gucken. Erstens brauche ich Energie. Jetzt nehme ich hier gerade Höllen. Was mache ich denn für einen Scheiß? Hier, Sklavenbrot. Und jetzt noch Höllenpilz. Egal. Auf jeden Fall brauche ich kurz mal etwas Mana. Und zwar, ja, ich brauche nur 5 Mana, also bitte. Da. Geht doch. Okay, Gorn, komm mit. Gut. Okay, die Leichen sind doch nicht weg. Hätte ich doch nicht sofort aufspinnen müssen, aber ist ja Jacke wie Hose. Seraphis. Sammle ich natürlich alle auf. Bring mir Lebensenergie. Ja, und ich hatte gerade wieder Level Up, was ich erstaunlich finde, Level 14. Aber gut, ja. Finde ich nicht negativ. Deswegen, ja, geht's weiter. Und jetzt mache ich mich mit Gorn wieder auf den Weg nach oben. Obwohl mir der Weg nach oben irgendwie länger vorkommt als der Weg nach unten. Ja, okay, weil er ist vorgelaufen. Ich finde es immer besser, wenn die Leute vorlaufen, denn. Also nicht, weil ich den Weg nicht weiß, sondern weil die dann selbst gesteuert sind und nicht durch irgendwelche Bugs irgendwo hängen bleiben oder sonst was. Denn das machen sie gerne, wenn sie einem folgen. Das machen die sehr gerne. Wie zum Beispiel hier. Das wird jetzt eventuell richtig lustig. Und zwar ist es mir schon mal passiert, dass Gorn hier einfach mal eben runterfällt. Oder gar nicht erst hochgeht. Oder dass ich herunterfalle. Oh, er hat's geklappt. What the? Jetzt bin ich hier, was ist ein Idiot. Nicht mich entdecken. Oh mein Gott. Scheiße. Komm, Gorn. Zieh durch. Du schaffst sie alle. Du willst 150 Pokémon. Ja, das ist richtig viel. So, jetzt kill sie endlich. Alter Schwede. Das war aber knapp. Sehr knapp. Ja, ich werde gerade hier beinahe abgeröchelt. Deswegen. Puh. Ja, Winnie der Puh-Bär. Nein, okay. So, Snapper. Es tut mir leid, Telefon. Entschuldigung. So, ja. Entschuldigung, geht direkt weiter. Wie war das noch gleich mit den Müttern? Es ist 22.53 Uhr und sie hat nichts Besseres zu tun, als mich anzurufen. Naja, egal. Gut, weiter geht's. Gorn folgt mir immer noch, genau. Also. Ja, jetzt kommt der Witz an der Sache. Schaut mal. Okay. Dieses verfluchte Tor. Man erzählt sich, dass bisher kein Mensch in der Kolonie es öffnen konnte. Die kleinen Biester da drüben scheinen die einzigen zu sein, die es geschafft haben, in den Innenhof zu gelangen. Interessant. Wir haben gerade eben hier Schriftrollen für Verwandlung Fleischwanze bekommen. Was hat das zu bedeuten? Okay. Ich fühle mich erniedrigt. Ja. Es gibt nur ein Problem. Scheiße. Es gibt nur ein großes Problem. Ich hab keine Ahnung, wie ich wieder zurück. Wie kann ich. Also, jetzt habe ich die Taste gedrückt, dass ich mich gar nicht mehr bewegen kann, okay? Hallo? Verdammt! Vielleicht drücke ich gerade hier so ein bisschen auf den Tasten rum, aber.
Okay. Hab's herausgefunden. Ja, auf Enter muss ich drücken. Du hast es tatsächlich geschafft, das Tor zu öffnen. Das mit dem Zauber war wirklich clever. Los, weiter geht's. So, weiter geht's. Ja, bin ich auch für. Nur wo lang? Da kommt gerade ein Snapper auf uns zu. Ich würde sagen, den nehmen wir uns zuerst vor. So, der Snapper der Geschichte. So, jetzt kommen die nächsten zwei, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ja, muss ein bisschen vorsichtig sein. Wenn fünf Snapper auf einen draufgehen, dann kann man ein Problem kriegen. Ich habe Problem mit einem Snapper. Er hat, glaube ich, gerade Probleme mit 10 Snappern. Egal. Gorn kann nicht sterben. Gorn ist unbesiegbar. Gorn hat noch voll das Leben, sagt Gorn ist unbesiegbar. Aber das ist gerade nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass ich gerade nicht weiß, wo es lang geht. Ich speichere erstmal. Dann trinke ich kurz was. Und zwar so einen schönen Trank. Und noch einen Trank. So, und dann gehe ich erstmal da hinten gucken. Da ist eine Höhle. Nein, ich lasse es nicht hier sein. Oh Gott, ich habe gerade eine ganz böse Vermutung. Okay, hier ist nichts. Ich habe gerade die ganz böse Vermutung, dass wir hier in der Höhle einen Schattenläufer treffen werden. Ich weiß nicht, wieso ich das glaube, aber ich glaub's gerade. Snapper. Bist du bereit? Gorn, kommst du wohl her? Ich mach das doch nicht alleine. Bist du bekloppt oder was? So. Aufmerksam sind sie. Beziehungsweise zumindest der eine. Okay, komm. Okay, weiter geht's. Zwei fehlen noch. Ne, drei fehlen noch, meine ich. So, Moment. Lass mal eben wieder aufsammeln. Wie war das? Wer den Pfennig nicht ehrt, ist das Euros nicht... Ja, okay. Pfennig ist ein bisschen lange her. Egal. Obwohl, ich sammle ja auch den ganzen anderen Kack hier schon nicht mehr auf. Deswegen, ich bin's ja schon nicht wert. Also, ja. Egal. Ich hab nichts gesagt. So. Ja, Spiel speichern. Und rein da. Attacke. So, mal gucken, was es hier drin gibt. Und es gibt hier drin. Ja, gute Frage. noch nichts. Nachtschatten, Mondschatten, Mondschatten. Nee, Nachtschatten. Schattenläufer. Nein! Oh Gott. Oh Gott. Es ist ein Schattenläufer. Gorn, geh du vor. Komm schon. Nee, ich gehe nicht vor. Nee. Alter, nein, 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 nein. Könnte nicht bringen. Könnte jetzt nicht hier in so einen bekackten Schattenwald einsetzen. Oh. Hat hier irgendwas mit Mana-Bonus 5 oder so? Ich brauche Mana-Bonus, aber nur wenig. Mana, Mana, Mana. Ah, toll.
Das wenigste Mana-Bonus ist Grabenkraut. Okay. Oh Gott. Ich hab Angst. Schaden. Pro Mana 30. Das nehme ich. Okay. Oh Gott. So. Ja. Meine Freundin wird sich jetzt freuen. Das, meine Liebe, ist ein Schattenläufer. Und das ist nicht lustig. Gorn, kannst du den nicht killen?